Ja, das ist nur das. Was hat er denn da drin? Was ist das? Nicht, auch Medikamente. So. Das, fertig. Mehr nicht. 3-4 Mal sei der Notkoffer schon zum Einsatz gekommen, sagen Annemieke Burb und Reto Müller. Die beiden wohnen gerade mal 20 Meter neben der Gefahrenzone in Spino, einem Weiler gegenüber von Bondo. Die kleinsten Bewegungen teilen sie uns jetzt mitteilen. Na ja. Nein, jetzt ist sehr gut. Und wir sind jetzt auch instruiert. Wenn es nur Wasser ist, gehst du zu ins Haus, wartest, bis entwärmt ist. Und wenn mehr kommt, dann gehst du weg. Eben. Nach Italien. Nach dem verheerenden Bergsturz und den Murgängen vergangenen August wurde das alte Haus der beiden abgerissen. Ihr neues Zuhause steht nur wenige Meter daneben. Wo das alte Haus war, ist heute ein Garten. Der Piz Cengalo, da komme noch was, sagt Reto Müller. Ich würde sagen, jetzt mit der Hitze und so, 2-3 Wochen. Aber sicher, hundertprozentig bis Ende Jahr. Bondo im Oktober 2017. Familie Piccinonis Haus wurde durch die Murgänge zwar nicht zerstört, doch die Schlammlawinen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Die Familie hatte ihr Haus komplett ausgeräumt und war in ein anderes Dorf gezogen, vorübergehend. Heute leben die Piccinonis wieder in Bondo. Ja, da ist es bis auf die Höhe da ist alles voll gewesen, bis auf die Höhe. Und da sieht man noch den Schlamm, also. Ja. Und da innen, da ist bis etwa fast auf einen Meter ist dort gewesen. Ja, etwas sage ich. Haben wir jetzt einen Rechner oder haben wir ihn nicht mehr? Man weiß gar nicht, ist jetzt der dort gewesen, der weg ist, oder gibt es den noch? Oder einfach kleine Sachen, die jetzt einfach etwa die halt noch fehlen. Das Haus der Familie Piccinoni steht nach den Murgängen direkt neben der Gefahrenzone, neben dem Auffangbecken. Dies wurde in den letzten Monaten vergrößert, erhöht. Die Spuren der Murgänge, sie sind immer noch sichtbar. Die Zerstörung war riesig. Es wird Jahre dauern, bis alles wieder instand gestellt ist. Auch bei Familie Piccinoni dauerte es seine Zeit, bis alles war wie vor dem Bergsturz. Heute würden sie sich wieder wohlfühlen in Bondo. Nein, Angst haben wir nicht. Nein, wir schlafen gut. Es ist einfach, eben wenn es jetzt wirklich fest gewittert, dann hat man ein bisschen Respekt und hat man vielleicht schon ein bisschen ein offenes Ohr, was passiert jetzt da hinten. Ja. Aber Angst in dem Sinn haben wir nicht. Dennoch, der Bergsturz vom vergangenen August hat die Menschen in Bondo verändert. Auch Annemieke Burb. Im Vergleich zu vor einem Jahr bin ich heute viel gelassener, dankbarer. Wobei, das bin ich vorher schon gewesen. Aber noch viel bewusster und viel mehr parat, um alles loszulassen. Ganz alles aber doch nicht. Und so mal der Gedanke, ganz wegzugehen vom Bergell? Nein. Also wenn schon, dann nach New York. Ja, sofort. Der Piz Cengalo, der Blickfang hoch über Bondo, ist zugleich seine größte Bedrohung. Doch sie haben sich arrangiert mit ihm, die Menschen von Bondo.